La notte von Michelangelo Antonioni, eine Identitätssuche im Stadtlabyrinth. Der dramatische Film La notte, also die Nacht, vom Filmregisseur Michelangelo Antonioni, veröffentlicht im Jahr 1961, ist der zweite aus der sogenannten Trilogie der Inkommunikabilität, zusammen mit L'Avventura und L'Eclisse. Alle drei Werke, die als Vorläufer für die Wiedergeburt des italienischen Kinos nach dem Faschismus und dem Zweiten Weltkrieg gelten, beschäftigen sich mit der Alienation des Individuums und mit dessen Unbehagen in einer sich schnell ändernden Welt, die nach dem Horror des Krieges kaum noch von den Bewohnern nachzuvollziehen ist. In der Überzeugung, dass die Authentizität einer Botschaft mit jedem sprachlichen Kommunikationsakt verloren geht, gestaltete Michelangelo Antonioni seine Filme mit einer selbsterklärenden Szenografie. Er macht Gebrauch von einer Art objektivem Korrelat und das Ungleichgewicht zwischen jeweils neu und alt, zwischen natürlich und künstlich, zwischen hell und dunkel zum Ausdruck zu bringen, damit die Dichotomien des Alltagslebens in der Mailand der 60er Jahren metaphorisch und ohne wörtliche Erklärungen hervorgehoben sind, während der mündliche Informationswechsel nur zum leeren Suprastruktur wird. Tatsächlich werden im Film La Notte 24 Stunden im Leben vom großbürgerlichen Ehepaar Giovanni und Lydia Pontano in Mailand dargestellt. Es wird gezeigt, wie sehr der Mann und seine Frau aneinander vorbeileben. Der Schriftsteller Giovanni ist mit Lydia seit 10 Jahren verheiratet, doch nichts scheint das Paar mehr zu verbinden. Gemeinsam besuchen sie im Krankenhaus ihren todkranken Freund Tommaso, gehen zur Giovannis Buchpräsentation bei Bompiani, aber sie handeln letztendlich genauso, als wenn sie allein wären, bis sie anschließend getrennte Wege gehen. Als sie sich wieder zu Hause treffen, gehen sie auf Lydias Wunsch hin in einen Nachtclub und zur Gerardinis Party, wo die Handlung den Climax erreicht. Zur historischen Kontextualisierung vom Film. Der Faschismus und der spätere Wirtschaftsboom hatten die Wahrnehmung des Lebens in Italien in der Nachkriegszeit massiv geändert. Der Wunsch nach Erfolg und Reichtum bringt viele Italiener dazu, die Provinz zu verlassen und ihr Glück in der Großstadt zu suchen. Die Rhythmen, die Geräusche und Spitzenzeiten der Stadt schüchtern aber viele Neugekommenen ein, die durch die Impositionen der verbreitenden Massengesellschaft ihre Traditionen hinter sich lassen und zu alltäglichen Konsumenten von Massenprodukten wurden, weil die Anpassungsprojekte eine Nivellierung zur Konformität benötigen. Der Mensch fühlt sich entsprechend in einer sich rasend ändernden Welt gefangen, während er den Tiefschock der erlebten Gewalt im Zweiten Weltkrieg noch nicht fertig verdaut hat und entfremdet sich gegen sich selbst und den Gegenüber. Insofern kommt eine starke Alienation von Orte und anderen Menschen, die aufgrund von plötzlichen Wenden nicht mehr zu anerkennen sind. Der Mensch schaut sich wie im Spiegel und kann sich weder selbst erkennen noch sich auskennen. In diesem Stadtlabyrinth wächst das Gefühl der Verlorenheit, das diese Menschen in eine tiefe existenzielle Krise bringt, wie dies auch bei Lydia und Giovanni Pontano festzustellen ist. Das Phänomen dieses Unbehagens vom Individuum aufgrund seines Identitätsverlusts, das in La Notte zentral ist, wird vom italienischen Kino des Neorealismus stark zum Ausdruck gebracht. Diese Strömung des neorealistischen Kinos des Widerstands gegen das faschistische Regime und der Wiedergeburt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nahm sich vor, reale Menschen in realen Alltagslebenssituationen zu filmen und praxisnahe soziale Thematiken anzupacken. Die Grundväter des Phänomens, wie Visconti, Rossellini, De Sica und letztendlich Antonioni selber, strebten nach einem Film der Porträtierung einer ungeschminkten Wirklichkeit. Antonioni schiebt sich jenseits und wird auch vom sowjetischen Kino der 20er Jahren von Eisenstein und Pudovkin und anderen innovativen Filmmontage stark beeinflusst.
Seine Filmerzählung ist in La Notte nicht immer kontinuierlich und füllt die Lücken durch starke Visualität und auch durch filmische Todzeit. Der Film La Notte öffnet sich zum Beispiel mit Bildern des starken Kontrasts zwischen der älteren und imposanten barocken Architektur eines Adelpalais und die Innovation vom hellen, neuen, aber auch aseptischen Hochhauses Pirelli im Zentrum Mailand. In der Auseinandersetzung spielt die Natur, vertreten durch den Baum auf der linken Seite, eine marginale und vor allem zugewiesene Rolle, die vom Menschen systematisch gesteuert wird. Antonionis visuelle Komposition beschreibt sehr genau und ohne Worte die Unruhe einer Großstadt, die einer schnellen Verwandlung während der Postmoderne ständig unterworfen ist. Diegetische Räume. Die Analyse der diegetischen Räume ergibt, dass bei Michelangelo Antonioni die neue Interpretation der Kinosprache auftaucht. Dies geschieht nicht nur anhand des schon erwähnten bildnerischen Architekturkontrasts von modern und alt, womit die Dichotomie der Welt in schneller Änderung ausgedrückt wird, sondern es werden auch durch die Stadtgeräusche und die Teilung des Bildes durch Linien die Ausgrenzung des Individuums durch den Fortschritt kommuniziert. Fast gefangen in einer dominanten Architektur, verwirklichen die Protagonisten nicht mehr im Mittelpunkt zu sein und sich allzu häufig in Sackgassen zu finden. Daher entwickelt sich die starke Krise der Identität, die eine Verwirrung im Individuum verursacht und den Menschen aus dem Weg stoßt. Wie im Stadtverkehr in der Rush Hour. Das Krankenhaus. Das Krankenhaus, wo das Ehepaar den gemeinsamen Freund Tommaso besucht, besteht aus Glaswänden, die die äußere Stadt widerspiegeln, sowie das moderne Hochhaus Pirelli, neu, hell und aseptisch. Der Raum passt zu Marc Augers Definition von Nicht-Ort, das heißt eine Räumlichkeit, die weder eine eigene Geschichte noch eine Identität besitzt, bloß nur einen Zweck, und seine Besucher werden Konsumenten, Kunden, Reisende, ohne eine genaue Individualität. In dieser Hinsicht fühlen sich die Figuren im Krankenhaus noch verlorener als normal, und sowohl Tommaso als auch Lydia schauen aus dem Fenster heraus, damit sie einen Ausweg bzw. eine existenzielle Antwort erlangen können, die ihr spirituelles Unbehagen heilen kann. Die Nicht-Ort-Situation, immer verbreiteter aufgrund der Industrialisierung und der sogenannten Hypermodernität, bringt die Figuren darüber zum Ausdruck, auch einmal Malaise zu bekommen und sich andere Szenarien vorzustellen, so wie Tommaso, der, kurz vor dem bitteren Ende, an das denkt, was bei ihm anders hätte laufen sollen und damit an seiner eigenen Identität zweifelt. Hai fatto benissimo. Ich will jetzt niemanden sehen. Es ist unglaublich, wie man von einem gewissen Moment an keine Lust mehr hat, das Theater mitzumachen. Mit euch ist das etwas anderes. Euch habe ich ja erwartet. Ich sehe jetzt alles in merkwürdiger Klarheit. Und es belastet mich der Gedanke, dass ich euch so manchen Abend verdorben habe durch meine Anwesenheit. In eurem Haus, in dem man sich allzu wohl fühlt. Es ist auch dein Haus. Ja, das weiß ich. Man versteht schließlich so mancherlei, wenn man etwas allein ist. Und wie unendlich viel bleibt mir noch zu tun. Mir kommt der Verdacht, dass ich das versäumt habe, was mein eigentlicher Auftrag ist. Ich hatte nicht die Kraft, meinen Weg zu Ende zu gehen. Oft habe ich mich damit beruhigt, dass ich mir sagte, es fehlt mir einfach die Intelligenz dazu. Wenn du schon so redest, was soll ich da machen? Dann müsste ich ja meine Schreiberei aufgeben und mir einen vernünftigen Beruf suchen. Ja, aber ich glaube, du sagst das bloß als Koketterie. Ach, es ist ganz gut, wenn man sich mal richtig beschimpft. Das rückt die Dinge wieder ins rechte Lot. Dann fängt man wieder von vorne an. Was denn? Das hast du dir gekauft? Das Gleiche passiert auch mit Giovanni Pontano, der von einer Patientin im Krankenhaus verlockt wird. Er täuscht sich und glaubt, dass die Frau ein Gefühl für ihn hat, bis zum Punkt, dass er Verkehr mit ihr gehabt hätte, wären die Krankenschwester nicht eingesprungen.
Giovanni ist nach dem Besuch im Krankenhaus sichtlich erschüttert und realisiert einen Ausweg aus der Gefangenheit seines Alltags durch die Patientin als Eskapismus gesucht zu haben und fühlt sich weiterhin entfremdet, auch wenn er mittlerweile außerhalb des Nichtortes ist. Draußen in der Stadt. Pontano erzählt seiner Frau, wie er von der Patientin im Krankenhaus verlockt worden ist, und die Gleichgültigkeit in der Reaktion der Frau verrät den Mangel an Interesse für eine Ehe, die ihr Fundament verloren hat und auch nur noch eine Fassadenrolle spielt, genauso wie die spiegelnden Glaswände des Krankenhauses. Lydia, ich muss dir etwas erzählen, was du sicher nicht gern hörst. Muss das unbedingt jetzt sein? Ja, es muss jetzt sein. Es ist mir eben etwas passiert. Etwas, das mir sehr unangenehm ist. Da war wieder das Mädchen. Was für ein Mädchen? Das Mädchen auf dem Flur. Als ich ging, kam sie aus ihrem Zimmer und sprach mich wieder an. Ich verstand zunächst überhaupt nicht, was sie wollte. Du bist in ihrem Zimmer gewesen. Sie klammerte sich an mich mit einer bestialischen Verzweiflung, die mich völlig verrückt macht. Warum sagst du denn, das wäre dir unangenehm gewesen? Aber verstehst du nicht, ich war von diesem verzweifelten Ansturm einfach überwältigt und irgendwie hatte ich ein sinnloses Gefühl von Verantwortung. Es war grauenvoll. Dann kamen die Schwestern dazu. Das war doch ein Erlebnis, aus dem du eine wunderbare Kurzgeschichte machen kannst. Titel: Die Lebenden und die Toten. Weiter sagst du nichts dazu? Was soll ich weiter dazu sagen? Auch während der Buchpräsentation entsteht eine Nui im Hintergrund, die eine Karikatur des Intellektuellen im Elfenbeinturm mit sich bringen soll. Im Raum der Präsentation beim Verlag Bompiani wird es im Menschenmeer sehr laut und die Kommunikationsprozesse durch Worte werden beeinträchtigt. Ganz nach dem neorealistischen Motto, dass die Kommunikation durch Sprachakte nicht mehr effizient ist und somit die Botschaft beeinträchtigt. Durch die Anwendung von geraden Linien sowie diejenige, die sich am Autoglas zwischen Mann und Frau zeichnet, teilt Antonioni die Inkommunikabilität zwischen den beiden mit, die sie dazu bringt, am Nachmittag verschiedene Wege zu gehen. In der Peripherie. Aus der Stadtmitte heraus kommt Lydia allmählich in die Peripherie, in der es immer ruhiger wird. Die Natur ist nicht mehr marginalisiert, aber die Frau kennt sich ohne die Richtlinie der Stadt nicht mehr so gut aus und muss um sich herumschauen. In Sesto San Giovanni flaniert Lydia zurück in ihre Kindheitserinnerungen, was den Zuschauern durch eine filmische Todzeit mitgeteilt wird. Die Rationalität der Stadt bleibt im Verborgenen, da die Figuren der Provinz wilder werden und ihre primitive Instinkte wecken. Trotz der zum Teil beängstigenden Brutalität der Umgebung genießen die Menschen einen direkten Kontakt mit der Erde. Zum ersten Mal ist ein Horizont und eine authentische Natur im Hintergrund zu erkennen und Jugendliche spielen spontan und feierlich mit Raketen und scheinen nicht an einem spirituellen Vakuum zu leiden, wie die protagonistischen Intellektuellen im Film. Bitte warten Sie da. Thank you.
warte mal! Soll ich noch warten? Ja, bitte sehr. Alles klar? Ja, ja. Der Wind ist ja gemein. Aber die steigt schon ganz gut. Die Party. Lydia und Giovanni treffen sich gegen Abend wieder und gehen zuerst zum Nightclub und entscheiden sich dann für die Party der Gherardini, eine reiche industrielle Familie. Weil Giovanni und Lydia apathisch miteinander umgehen, ertragen sie sich kaum einander und handeln aneinander vorbei, bleiben aber in einem Kommunikationsakt, in der Hoffnung, aus ihrer Alienation herauszukommen und ihre Gefühle wiederzufinden. In Gherardinis Villa breitet sich das Spiegellabyrinth wieder aus. Glaswände und Spiegel verdoppeln die Szenen, zum Beispiel als die Gäste während des Regens in die Villa hineinspazieren und auch als Giovanni Pontano, Valentina, die Tochter des Eigentümers, zum ersten Mal spielend in der Villa erblickt, was nur als Reflex wahrgenommen werden kann. Die gleiche Verwirrung passiert durch die Dezentrierung der Perspektive. Wenn die mehrere Schauspieler in der Szene sind und in verschiedenen Richtungen schauen und das Publikum nicht mehr weiß, wessen Ansicht zu teilen ist. Das passiert nicht nur, als Lydia, Giovanni und Valentina miteinander küssen sieht, sondern auch, als die drei sich in Valentinas Zimmer treffen und auf ihre Krise eingehen. Somit erleben auch die Zuschauer die gleiche Destabilisierung der Handlungsfiguren, die nicht mehr wissen, wohin sie sich wenden sollen, um Lebensauthentizität außerhalb der bürgerlichen Konventionen zu finden. Auch die Natur des Gartens wird durch Manufakte und der Menschenhand kontaminiert, bis zum Punkt, wo man sich fragt, ob eine wahre Natur überhaupt existent ist. Die Gherardinis und ihre Gäste leben übrigens der Natur widersprechend und feiern nachts in einem Garten, der vom Himmel hell erleuchtet ist. Dies wird auf Dauer auch ein Faktor der Entfremdung in einem labyrinthischen Milieu mit alienierenden Dynamiken. Gegenstände und Menschen sind gezeigt, objektiviert und dann aus der Szene genommen, wie beispielsweise Valentinas Rennpferd, das aufgrund seines Gewinnes im Rennen gefeiert wird, das bald gehen muss, aber auch Valentinas Buch, die Schlafwandler und der Stein auf ihrer Puderdose, der verloren geht, aber sie nicht ganz genau weiß, wo dies passiert ist. Ein Punkt für mich! Und jetzt komme ich. Achtung! Ja. Oh, das geht zu weit. Jetzt ist der Stein abgesprungen. Wirklich? Das tut mir leid. Verflixt nochmal, es ist mir aber peinlich. Kommen Sie, wir suchen ihn. Er kann ja nicht allzu weit sein. Hm? Hier irgendwo muss es doch passiert sein. Er kann auch in den Garten geflogen sein. Das wäre ja noch schöner. Das macht nichts. Das war nur ein echter Rubin. Macht Ihnen das Freude, so zynisch zu reden? Nein. In einer Gesellschaft des Konsums, in der sich alles schneller bewegt, wird alles allmählich nivelliert und kann nach einiger Zeit vergessen werden. Ein Aspekt, gegen den der Regisseur seine Zuschauer mahnen möchte. Auch das Ableben von Tommaso, das unerwartet Lydia per Telefon mitgeteilt wird, ist als Effekt der Entfremdung gedient, womit die Handlung von dem Hort der Darstellung entfernt wird und das Gleichgewicht des Menschen trifft. In einer postmodernen, raschen und technologisierten Gesellschaft in konstantem Umbau verlieren die antonianischen Figuren ihren Weg und wissen nicht mehr, wohin sie gehen sollen.
Trotz des Versuchs des Paars, in den Garten zu gehen und allein die gleiche Spontaneität wie in der Peripherie am Nachmittag wiederzufinden, bleibt die Verwirrung des Identitätsverlustes. In der Schlussszene in der Natur kann Giovanni sich selbst nicht mehr erkennen, als seine Frau den Liebesbrief vorliest, den er selbst von Jahren für sie geschrieben hatte. Aus Angst küsst Giovanni seine Frau und versucht verzweifelt, einen körperlichen Kontakt mit ihr zu haben, um sich selbst als der verliebte Autor des Briefes wieder identifizieren zu können. Auch wenn Lydia dabei schreit, sie liebt ihn nicht mehr. Diese Macht ist die einzige, die ich fürchte. Und bald danach, da wachtest du auf und küsstest mich, während der Schlaf dir noch in den Augen hing. Und da auf einmal meinte ich zu wissen, dass ich nichts zu befürchten habe. Dass wir immer so leben werden wie in diesem Augenblick. Vermählt durch eine Kraft, die erhaben ist über Zeit und Gewohnheit. Von wem ist dieser Brief? Von dir. Nein. 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 Ich liebe dich nicht mehr. Ich liebe dich nicht mehr. Der Film La Notte von Antonioni bestätigt seine Mission, eine ungeschminkte Wahrheit mit realen Sozialproblemen der postmodernen Gesellschaft zu porträtieren. Darüber hinaus setzt der Regisseur sich das Ziel, neue Wege für den destabilisierten Mensch im Stadtlabyrinth zu suggerieren, wie der Kontakt mit der Natur. Um das menschliche Unbehagen und das spirituelle Vakuum einer Generation zu heilen, die viele historische Wenden, aber auch viele Traumata zeugen musste.